Ende Februar verkündete das japanische Gesundheitsministerium eine besorgniserregende Nachricht auf seiner Website. In Japan sei eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handle sich hierbei um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka. Sie sei am 29. Januar positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe sich ihr Zustand aber verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus wieder entlassen wurde. Zwei Tage später sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie jedoch zu Hause Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust festgestellt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es. Jetzt stellt sich zu Recht die Frage, ob das ein Einzelfall war oder ob es wirklich möglich ist, sich mit dem Coronavirus ein zweites Mal anzustecken. Bisher sind Wissenschaftler sich noch nicht einig. Wenn ein Krankheitserreger, wie in diesem Fall ein Virus, in den Körper eindringt, schaltet dieser sofort einen inneren Alarm ein und damit auch gleichzeitig das Immunsystem. Auch die angeborene Immunantwort genannt. Diese besteht aus physischen, chemischen und zellulären Abwehrmechanismen gegen Krankheitserreger. Das klappt auch mehr als oft genug und die Eindringlinge werden dabei getötet. Manchmal braucht der Körper noch einen zweiten Versuch, dieser klappt aber in der Regel sicher. Die wichtigsten Verteidiger sind die B-Zellen und die T-Zellen. Die B-Zellen produzieren Antikörper, die potenzielle oder spezielle Erreger ersticken, damit dieser keinen Einfluss auf den Körper hat. Kurz gesagt, vernichten die Antikörper den Erreger von außen, während die T-Zellen ihren Job im Inneren des Erregers erledigen. Während dieses Prozesses kommt die Geheimwaffe des Körpers zum Einsatz, die sogenannte Gedächtniszelle. Wie der Name schon vermuten lässt, speichert diese Zelle das Wissen über den getöteten Erreger und bereitet sich entsprechend auf neue Erreger vor, um diese bei erneutem Eindringen sofort abtöten zu können. Das nennt man auch einfach Immunität. Auf diese Art funktionieren auch Impfstoffe. Hierbei werden kleine Teile eines Erregers in den Körper gepflanzt, damit dieser die entsprechenden Antikörper mithilfe der Gedächtniszellen herstellen kann, um jeden möglichen Erreger zu eliminieren. In der Regel weiß man eigentlich, wogegen man immun ist, sei es durch eine Impfung oder weil man diese Krankheit bereits gehabt hat. Die Windpocken sind hierfür ein gutes Beispiel. Nehmen wir jetzt aber mal an, dass es sich statt der Windpocken um Covid-19 handelt. Seid ihr dann jetzt immun oder nicht? Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Test an Affen durchgeführt. Diesen wurde das Covid-19-Virus injiziert und dann entsprechend bekämpft. Nachdem die Affen genesen waren, injizierte man erneut das Virus und tatsächlich waren die Affen beim zweiten Versuch immun. Das ist aber noch leider kein Freifahrtschein. Wie stark sich eine Immunität zeigt, hängt immer von der Vermehrungsrate der Virenzellen ab. Daher lässt sich nach dem ersten Mal nicht genau sagen, ob man wirklich immun ist oder nicht. Wir legen es auf jeden Fall jedem ans Herz, das nicht unbedingt herauszufordern. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.